Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind 20 nach 6. Aus München gerade herausgekommen. Ich bin auf dem Weg. Ich muss meine Redebeiträge kurz halten. Ich habe eine lange Strecke vor mir. Ich fahre gen Süden. Hab mein schönes Radl dabei. Und mir geht's richtig gut. Bin aufgeregt gewesen, konnte nicht richtig schlafen. Ich habe eine lange Strecke vor mir. Ich würde gerne in die Toskana radeln. Und ich habe eigentlich gar nicht so viel Zeit. Nämlich eigentlich nur 2 Tage. Und jetzt bin ich halt gespannt, ob ich das so schaffe. Ich habe einfach mal bei Komoot eingegeben, wo ich hin will in die Toskana. Gemeint, ich bin gut in Form. Und dann hat er gesagt, es würde 38 Stunden dauern. Ja, schauen wir mal, wie lange es dann wirklich dauert. Ich bin sehr gespannt. Ja, es geht über einen Fernpass. Und dann ähnlich wie die Strecke zum Reschenpass am Inn entlang. Nur dann nach Martina in die Schweiz rein, aber dann einfach dem Inn weiter folgend zum Comer See über St. Moritz. Zum Maloja-Pass, zum Comer See. Und dann ist man ja eigentlich schon in Italien, lässt man Mailand rechts liegen in Fahrtrichtung. Und dann geht es so Richtung Abruzzen. Und ich weiß nicht, ob der Golf von Genua heißt, aber diese Seite des Stiefels, westliche. Ja, und dann so lustige Dinger wie an Pisa vorbei. Und dann bin ich auch schon da. Genau. Diese kurze Einleitung musste natürlich sein. Und jetzt freue ich mich einfach, dass ich hier wieder unterwegs bin. Genau, wenn ihr wissen wollt, wieso das jetzt für mich so was Besonderes ist und so. Ich hatte ja im Dezember eine Operation an beiden Füßen. Und wenn ihr da genau das dazu wissen wollt, dann schaut euch mal das vorletzte Video an. Die Kaltstart Transalp. Und da die so gut lief, bin ich irgendwie wie beflügelt. Genau. Alles ist gelb. Alles. Ach, genial. Die Luft. Schaut mal. Ah, Sommer. Es ist Sommer. Oder doch Herbst mit dem Nebel. Ach. Hey Wolfratshausen, wo sind wir eigentlich? Sieht ja gar nichts. Kein Berg, nix. Nein, ist geil mit dem Nebel. Es fängt doch tatsächlich an, etwas zu tröpfeln. Ja. Was ist das? Wieso? Macht das Sinn? Ich wollte doch Sonne. So. Schaut gut aus bisher. Macht mega Spaß. Und durch den Nebel hat das alles so ein ganz besonderes, so ein Aroma hier. So. Mein Setting hier und mein Standort. Für ein erstes kleines Interview mit dem Ben vom Bodensee Rennrad Podcast Cycle Café.
Genau, das mache ich jetzt mal kurz. So, jetzt ist 8.36 Uhr, Kilometer 65, seit 2 Stunden 18 bin ich am Pedalieren und seit 6 Uhr bin ich unterwegs. Also tatsächlich jetzt schon, wie ich das, stimmt das? Eine Stunde und 10 Pause, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Aber anscheinend schon. Ja, genau, ich habe jetzt gerade meine erste Podcast-Folge mit dem Ben aufgenommen, oder erste Sequenz, verlinke ich euch unten. Ja, das kostet natürlich ein bisschen Zeit, aber ist es, glaube ich, wert. Und ich mache währenddessen Pause. So, jetzt passt das schon. Genau, ich bin so zwischen Murnau und Garmisch. Und da geht es jetzt dann bald los, dass ich gegen Garmisch komme und dann auf einen Fernpass. Nee, das sind schon noch ein paar Kilometer. Genau. Es ist wunderschön. Es ist einfach wunderschön. 10 nach 9 ist jetzt mittlerweile. Kilometer 83 in 2 Stunden 50. Und gefahren bin ich jetzt dann 3 Stunden 10. Also da habe ich mich voll geirrt, ich depp. Dachte schon, ich hätte schon eine Stunde Pause gemacht, hätte ja gar nicht sein können. Genau, also ich bin sogar sehr gut in der Zeit, hätte ich gesagt. Jo, läuft. Ich habe Rennrad eingegeben im Tourenprofil. Und schon ist das Rennrad da. Passt. Österreich, 10 Uhr, Kilometer 103. Perfekt. Durst und Hunger. So, ihr Lieben, ich bin jetzt seit exakt 4 Stunden im Sattel. Es ist 10.31 Uhr und was ihr hier seht, das ist die Zugspitze. Auf Tiroler Seite, ich bin in Erwald und ja, da geht es jetzt schön weiter nach rechts in Richtung Herrenpass. Das wird mega. Genau. Ich habe jetzt gerade was gegessen und nachgepackt und Gummibärlis und Sachen. Und es war jetzt notwendig, ein bisschen wenig gegessen. Jo. So, Fernpass. Kilometer 120. Natürlich Verkehr, es ist mittags rum. Aber alles okay. Kein Schatz. Erinnert mich an Ronja Räubertochter, weil er auch so einen Riss durch den Burgturm ging. Die Birka-Feste. Oder die Matthias-Feste. Beide.
Streuobstwiese. Was für eine schöne alte Obstbäume. Hier auch. Jetzt ist kurz nach 12, Kilometer 150 fast. 5 Stunden 31 im Sattel und 6 Stunden ja unterwegs. Ja, es läuft gut. Es läuft sehr gut. Richtig schön. Ich bin nach Imst, fahre da gerade runter, wieder ins Inntal. Es läuft alles. Alles läuft. Genau. Wollte ich euch nur mal kurz erzählen. Hier ist alles schön. Eieieiei. Geil. Wetter passt, ja, genau. Ich bin kurz. Ist das nicht schön? Ja. Meister, schön. Diese Vokabel schön, das ist, glaube ich, die am meisten genutzte Vokabel von mir. Aber es ist doch schön. Es ist doch wunderbar. Ja. Je näher ich im Reschenpass komme, desto mehr will ich eigentlich nach Südtirol ins geliebte Wunschbad. Aber diesmal nicht. Nein, diesmal nicht. Dieser Weg hier von Landeck nach Pfunz ist ein Träumchen. Gerade macht es mir Österreich schon sehr schwer, das Land zu verlassen. Es ist sowas Schönes. Sowas Schönes. Habe ich gerade eine halbe Stunde ungefähr verloren auf der Suche nach dem Popschutz von meiner GoPro. Irgendwo im dichten Löwenzahndickicht, irgendwo liegt er jetzt rum und ich habe es nicht mehr gefunden. Vom Ton her merkt ihr jetzt wahrscheinlich keinen Unterschied. Ich habe nämlich noch einen zweiten Windschutz, eine Dead Cat da drauf, jetzt gerade, aber die war da eigentlich nicht für gedacht, sondern fürs Handy. Jetzt muss ich das ständig wechseln. Das regt mich auf. Ich wäre jetzt schon längst in der Schweiz. Grutzi Birnbaum. So. Da ging es zum Reschenpass. Und wo fahre ich hin? In die Schweiz. Ins Land der teuren Cafés. Apropos teure Cafés. Plural. Wenn ihr mich unterstützen wollt, in einer kleinen Geste, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne tun. Da gibt es ein paar Möglichkeiten. Hier unter dem Video zum Beispiel, ich muss kurz schalten, da gibt es dieses Super Thanks Zeichen. Da könnt ihr mir quasi eine in Anführungsstrichen Spende zukommen lassen. Und es gibt auch noch natürlich die Möglichkeit, über meine Links einzukaufen, die in der Videobeschreibung drin sind. Zum Teil bekomme ich ja da eine Provision. Und noch eine sehr coole Möglichkeit ist Buy Me a Coffee. Da findet ihr auch einen Link in der Videobeschreibung. Das ist irgendwie ziemlich cool, weil da kannst du mir quasi einen Kaffee ausgeben oder zwei oder drei oder vier. Das ist natürlich dir überlassen.
Und ein Kaffee steht quasi für 5 Euro. Und ja, dieses Buy Me a Coffee, das behält nur ganz wenig von dem Geld ein. Das habe ich alles auf diese Webseite draufgeschrieben, sodass man das gleich erkennen kann. Und genau, da könnt ihr mich ein bisschen unterstützen, wenn ihr das möchtet. Und ja, da sage ich ein großes Danke natürlich an alle, die das bereits gemacht haben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier Namen verraten darf, aber bei Buy Me a Coffee habe ich das letzte Mal 100 Euro bekommen mit dem Kommentar, dass ich diesen noblen Spender durch seine Dissertationszeit, die sehr anstrengend war, und sein Kind in der gleichen Zeit hat er auch noch gehabt. Es war alles sehr anstrengend, kaum Zeit für Ausgleich gehabt. Und mit meinen Videos ist ihm so eine kleine Alltagsflucht gelungen. Und ich muss sagen, 100 Euro erwarte ich ja von niemandem. Das ist ja unfassbar viel. Aber das war sowas von schön. Nicht nur die 100 Euro, sondern vor allem der Text dazu. Und ja, genau, danke nochmal dafür. Lieber nobler Spender, ich weiß nicht, ob du willst, dass dein Name jetzt hier auftaucht. Gut, so viel dazu. Nicht mehr weit. Und ich bin in Martina und somit endgültig in der Schweiz. Es ist wirklich fast nichts los. Es ist toll. Richtig toll. Und ich freue mich jetzt halt, gemütlich diese Straße hier bis nach St. Moritz zu fahren und einfach zu chillen. Oder wie früh haben wir eigentlich? Es ist ja 3. Wie gesagt, eine halbe Stunde habe ich gerade vorher verloren. Davor war ich mega, mega, mega gut in der Zeit. Jetzt halt so halbwegs, aber ist eigentlich auch scheißegal. Ja, genau. Schauen wir mal links. Da sieht man die Straße im Röschenpass. Im Übrigen, also ich habe mich erinnert, dass früher beim Röschenpass unten ein Zeichen war, dass Radfahrer verboten sind. Und von oben, wenn man nach unten gefahren ist, war es nicht verboten. Jetzt ist unten kein Schild mehr. Also anscheinend darf man da auch von unten nach oben kurbeln. Ja. Mal ist halt Fernpass-Style. Enge Straße, viel Tunnel. Nicht so schön. Aber schnellster Weg. Wobei das Martina hier ja wirklich kein Geheimtipp, aber eines Geheimtipps in nichts nachsteht. Ein Pinzgauer, oder? So. Ah. So, das Sommer. Schweiz. Ah. So, ihr Lieben, wie geht's mir denn aktuell? Wo bin ich denn gerade? Ja, Kilometer 219. Seit 8:30 im Sattel oder in Bewegung. Und seit 6 in der Früh bin ich ja los. Es ist 15:43 Uhr. Das rechne ich später am Computer aus, wie lange ich also unterwegs bin. Es müssten 9:43 sein. Ja, wie geht's mir? Haxen, wunderbar. Füße sind auch top. Das Wetter ist traumhaft. Somit kann es einem gar nicht schlecht gehen. Und mein Gott, schaut euch das an. Das ist halt die Schweiz, gell? Wunderschön. Diese Dörflein. So nah an Italien und doch komplett anders schaut es aus. Ja, ich bin ungefähr 90 Kilometer vom Maloja-Pass. Und Maloja-Pass ist ja der, den ich gerne erledigt hätte. Noch bevor es dunkel wird, habe ich, glaube ich, ganz gute Chancen. Außer mich klappt es jetzt dann irgendwann zusammen. Irgendwie von Müdigkeit oder so, was ich aber nicht glaube, weil ich bin eigentlich nicht wirklich müde. Da passt alles. Genau. Ich habe jetzt 2 größere Pausen gemacht. Oh, Gegenwind! Ich habe jetzt 2 größere Pausen gemacht, beziehungsweise mir Essen
beschafft. Und diese lagern hier diese Nahrungsmittel, Nahrungs- und Genussmittel. Ich hoffe, man kann es sehen. Ja. Und ich bin somit ganz gut ausgerüstet für die nächsten Kilometer, glaube ich. So, mal wieder ein Ämpelchen. Vielleicht ziehe ich mir meine Schuhe wieder an. In der Zwischenzeit. Ich bin ja hier das letzte Mal nachts gefahren und habe natürlich deutlich weniger gesehen. Es ist wirklich wunderschön hier. Die Berge sind mega hoch, die Straße ist perfekt, wirklich absolut perfekt und wenig Verkehr. Super grün alles. Schön. Da habt ihr schon was Schönes. Liebe Schweizer. Das geht ins Bild. Also jetzt aber ganz schöner Gegenwind. Und dieses Tal leckt mich doch. Also das war ja ganz schön lang. Man stellt sich da immer so im Kopf vor, ja dann, keine Ahnung, Martina, Grenze, ein bisschen innen entlang, St. Moritz, Maloja Pass, passt. Ein paar Stündel. Aber es sind halt wirklich ein paar Stündel. Naja. Aber so ist es. Aber es ist wunderschön hier. Und die Straße ist wirklich, die ist toll. Schau mal, wie breit die ist. Die können ständig die Leute überholen, ohne Probleme. Super smooth. Toll. Und die Aussicht, also sowas. Schaut mal dahinter. Gigantisch. Da hinten bei dem schneebedeckten Berg, da ist Zernetz. Bei der Zernis und da bin ich mal im Winter hingeradelt. Erst über den Julierpass, von Chur, da so ein bisschen das Rheintal entlang und dann über den Julierpass Richtung St. Moritz. Ja, und dann Silvaplana, genau, und dann runter hierher. Ohne den Zwinschgau. War gut. Wo sind wir jetzt hier? Ich kann diese Namen wirklich absolut nicht aussprechen. Dieses Rätische ist mir ein Rätsel. Das ist ja auch typisch. Genau jetzt, wo ich hier bieseln wollte, kommt genau da unten fahrt ein Zug entlang. So ähnlich wie mein GoPro-Akku gerade den Geist aufgegeben hat, bin auch ich schon ein bisschen kaputt. Ein bisschen. 12 Kilometer noch bis St. Moritz und dann geht's zum Maloja Pass. Es ist gleich 19 Uhr oder so. Scheiße, jetzt weiß ich es nicht. Da, ja, 18.50 Uhr und Kilometer kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Weil meine Uhr hat jetzt auch nur noch 8%, die lade ich jetzt auch gerade auf. Ja, genau. So weit, so gut aber alles. Das mit den Platten hat Gott sei Dank gepasst. Also da ist nichts weiter ausgetreten.
das geht auch noch, der Druck. Und Wasser habe ich, ich habe noch zu essen und ich schaffe es auf jeden Fall bis Italien. Und das wäre natürlich mega geil, wenn ich in Italien in irgendeine Pizzeria oder so gehen könnte. Aber da bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich brauche vom St. Moritz zum Maloja Pass und dann weiter. Zapfig wird's und Gegenwind haben wir. Das brauche ich auch gar nicht. So, dann haben wir es jetzt dann bald mal. Sind ja hier auf 1700 Höhenmetern. Klar ist das ein bisschen zapfiger. Und deshalb freue ich mich jetzt schon sehr auf den Maloja Pass. Wenn es schön nach unten geht. Einfällt an der Stelle, wer es noch nicht gesehen hat, wenn ihr zwischendurch bei den einzelnen Gesprächen auf euren Handy-Display schaut, ich habe immer eine kleine Karte eingeblendet dort und zwar immer mit dem Standpunkt, wo ungefähr der Nico gerade ist, während wir uns unterhalten und dabei auch Tag und Uhrzeit vermerkt. Das ist eigentlich auch schon irre, ne? Wenn man eine Radfahrt begleitet und dabei auch den Tag vermerken muss. Ja. Man sollte sich seine Freunde einfach gut aussuchen. Völliger Wahnsinn. Also, Nico unterwegs in der Schweiz und das nächste Mal habe ich ihn erreicht, kurz nach 8 Uhr abends. Also, es ist sommerlich, erste Abenddämmerung und da war er, ja, kurz hinter St. Moritz. Bin ich, grüße dich. Nico, du Weltenbummler, wo erwische ich dich? Du erwischst mich gerade noch in der Schweiz. Bin gerade kurz vor dem Maloja Pass. St. Moritz war ich gerade und ja, das heißt, ab jetzt geht es dann bergab. Und jetzt noch diese Silberplaner, diese Seenlandschaft da, mega schön. Und dann geht's runter und zwar ordentlich, ich glaube 1500 Höhenmeter oder so. Oh ja, Mensch, du. Das heißt aber, du bist diese 1500 Höhenmeter auch jetzt die letzten Stunden alle Stück für Stück hoch. Genau, den Inn entlang. Ja, und jetzt dem Innenland. Und jetzt, deine Stimme klingt jetzt schon durchaus. Heute Morgen war es noch ein bisschen schwungvoller, würde ich sagen. Jetzt bist du schon mal, merkt schon, jetzt liegt ein bisschen Arbeit hinter dir, gell? Das merkt man auf jeden Fall. Und es ist auch kalt hier oben. Und ja klar, also das, wenn man das nicht merken würde, dass man gerade fast 300 Kilometer gefahren ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, ja. Schön, schön zu spüren, dass du auch ein Mensch bist, mein Lieber. Krass. Also Entschuldigung, ganz normal ist es hier doch nicht. Es ist ja unfassbar schön, die Sonne auf diesen schneebedeckten Bergen. Und da hinten ist St. Moritz. Da kommt jetzt gleich der Maloja Pass. Und da vorne sind die Berge richtig geil vernebelt, gewölbt. Richtig schön. Also ich flipp hier noch aus. Das ist sowas von geil hier. Tschüss. So, der Abstieg geht los. Ja, jetzt sind wir schon ein Stück weiter runtergefahren. Ich glaube 4 Kilometer. Kalt ist immer noch. Auf jeden Fall.
Aber das war jetzt eine richtig geile Abfahrt und vor allem, man sieht es vielleicht noch da oben, super neblig. Man hat deswegen natürlich nicht so viel gesehen, aber es macht ja nichts. Das ist eine ganz besondere Stimmung natürlich. Jetzt geht es erst mal weiter. Schauen wir mal. Weiter zum Comer See. Keine Ahnung, wie viel Kilometer der weg ist, aber wird schon noch ein bisschen sein. Was ich jetzt gerade fast ganz vergessen habe, ist, dass ich diese Abfahrt natürlich nicht einfach so verstreichen lassen will, sondern die nutze ich jetzt natürlich. Ich habe jetzt ordentlich was getrunken. Ich knall mir jetzt Magnesium rein und ich habe jetzt auch noch mein Studentenfutter zum Teil fertig gegessen, weil jetzt hat der Körper schön Zeit zu verdauen, was er natürlich während den Aktivitäten immer nicht so. Also da kann er sich jetzt mal drauf konzentrieren. Und geil, so würde ich auch in Urlaub fahren. Zwei Räder, zwei Mopeds, Wohnmobil. Dass er einfach jetzt schön ein bisschen Batterien aufladen kann. Ich habe auch schon Proteinriegel gegessen. Ein bisschen Proteine kann ja nicht. Erstes italienisches Städtchen hinter mir. Das war jetzt gerade so schön. Da beim Essen, ich habe ordentlich aufgeladen und mich hat dann der Frank angesprochen. Das war der Mensch mit dem Wohnmobil und den zwei Mopeds. Und dann haben wir ein bisschen gequatscht und hat er einfach komplett mein Essen bezahlt. Und der musste dann aber los, weil er noch zum Comer See musste und seinen Campingplatz zumacht. Deshalb ist er dann los, dann saß ich noch ein bisschen alleine da und dann ist die Renata gekommen, eine Bergführerin hier aus einem Nachbartal. Und die war so nett, die hat mir nicht nur meinen Kaffee bezahlt, sondern war also völlig baff natürlich, wie man sowas tun kann. Und hat halt dann auch noch mich eingeladen zum Canyoning. Das macht sie mit ihrem Unternehmen. Und ist völlig umsonst für mich und ja, hat mir ihren Namen gegeben und wie ich halt Kontakt aufnehmen kann zu ihr und ihrer Firma. Mega geil, bitte. Wie krass ist das? Sowas bin ich ehrlich gesagt nicht so gewohnt. Vielleicht, weil ich auch ganz gerne einfach meine Ruhe habe und mit Leuten, ja, vor allem in solchen Pausen nicht so viel rede. Aber im Endeffekt war es einfach mega geil. So, was haben wir eigentlich hier? Ist das hier eigentlich okay? Kann man das lassen? Passt das? Ja, hat schon gesagt. Mein Gott, bin ich gerade gut gelaunt. Seht ihr da oben den Mond? Ich habe richtig geile Musik im Ohr, chillige Musik. Ich habe jetzt keine großen Ansprüche an meine Geschwindigkeit. Es geht aber bergab, somit war ich trotzdem mit 45 oder was. Übrigens gerade Leerlauf, gell? Man hört nichts, es ist so schön. Ja, genau, einfach mega geil und irgendwie bin ich auch geflasht eben von diesem Erlebnis von den zwei Leuten da, wildfremde Menschen und die mir einfach so das Abendessen spendiert haben und einen Kaffee und mich eingeladen haben zu einem Rafting, Canyoning meine ich. Also so, bin eigentlich ein bisschen menschenscheu. Weil ich in der Arbeit genug mit Menschen zu tun habe, da brauche ich das eigentlich in meiner Freizeit nicht. Ich sitze gerne in meinem Garten oder auf dem Fahrrad und habe meine Ruhe. Aber das war so toll gerade. Ja, ach Gott. Ach Gott. So, und es ist warm. Ich habe einen Rucksack voll Essen dabei. Den habe ich mir umgelegt. Hängt jetzt an meinem Bauch. Schön. Fühlt sich richtig gut an, der Bauchumfang. Getrunken habe ich
gegessen habe ich. Ich habe sogar einen Kaffee getrunken. Das war der erste Kaffee jetzt auf dieser Tour. Und dann noch in Italien. Ja, das stimmt. Das war sogar die erste echte Pause, also mit Essen und solche Dinge. Geil. Geil. So, es ist ein bisschen dunkel. Ich glaube, es bringt euch nicht mega viel. Und mich blendet hier dieses Licht gerade ein bisschen pervers. Ja. Diese Jacke ist auch so krass. Die blendet mich auch. Aber ist halt auffällig. Genau. So. Link zur Jacke, Beschreibung. Guten Morgen. Ihr seht, es ist bereits morgen. Es ist 5.26 Uhr. Heute am 15. Mai. Tag 2 also. Und ich habe jetzt gerade versucht, ein bisschen zu schlafen. In der Bankfiliale. Hinter mir. Und bin jetzt aufgestanden, so richtig konnte ich nämlich nicht schlafen. Ja. Aber ist egal, so ein bisschen ging es schon. Ja. Es ist schon langsam hell, was gut ist, aber es ist irgendwie kalt. Ich muss jetzt einfach schauen, dass ich runterkomme nach Lecco. Und dann geht es halt einfach weiter. Ja. Wieso habe ich jetzt hier geschlafen? Eigentlich war ich gar nicht so kaputt. Geschlafen habe ich eigentlich, weil ich ein bisschen bockiges Kind war. Weil mich hat das so genervt, dass ich hier überhaupt bin. Weil ich wollte eigentlich am Comer See entlang. Und ja, da ist so eine 4 Kilometer Strecke, die wirklich suizidal ist, wenn man die fährt. Und da habe ich mir auch ein bisschen Sorgen gemacht. Jetzt hat dann nachts, wäre an sich nicht schlimm, aber nachts am Wochenende die ganzen, ja, keine Ahnung, Halbstarken, die vielleicht auch was getrunken haben. Und diese Strecke ist wirklich abartig. Das ist eine Autobahn, wo auf einmal da steht, Achtung, auf Fahrradfahrer. Ja, und dann fährst du auf diese Autobahn auf. Und dann nach 4 Kilometern, wo kein Seitenstreifen da ist, nichts, fährst du halt dann wieder auf einen Radweg. Es sind nur 4 Kilometer. Ja, und ich habe halt gesagt, nee, das mache ich nicht, sondern ich folge der Route, die Komoot mir auch vorschlägt. Und das war halt durch dieses Tal hier durch, was sehr schön ist, das Tal, aber erst einmal hat es mich gleich wieder 500 Höhenmeter hochgeschickt. Ja, genau. Und das hat mich angekotzt. Da war ich wie ein kleines Kind da. Ja, genau. Und jetzt bin ich kein kleines Kind mehr, sondern ein großes Kind. Und denke mir, ja toll, wärst mal ein bisschen weitergefahren. Jetzt hast du den ganzen Käse noch vor dir. Naja, ich fahr jetzt los. Ja, schon bin ich wieder ein bisschen verliebt. Das ist doch schon das wunderschön hier. Da oben. Jetzt aber im Sauseschritt hier runter. Ich war nochmal auf 700 Meter aufgestiegen. Wieso? Kleine Felsformationen hier.
Bahn ist richtig überall so geil. Nach allen Duftpflanzen, die es so gibt. Sonne. Mega. Jetzt hoffe ich nur noch auf ein baldiges Kaffee irgendwo. Ich will Kaffee und Brühe. Also ich bin definitiv in der Po-Ebene angekommen. Fernab der Autobahnen und Schnellstraßen. Und da zeigt die Po-Ebene dann doch ein sehr reizvolles Gesicht. Zum Teil auch richtig kleinteilig. Schön. Diese alten Gemäuer überall. Das war jetzt eine Riesenscheiße hier. Ich habe ja vorher mitbekommen, dass meine Uhr ausgegangen ist. Aber anscheinend erst 11 Minuten, bevor ich es mitbekommen habe. Somit nicht ganz so schlimm. Dann habe ich die an meine Powerbank dran gehängt. Das hat schön aufgeladen. Es geht richtig schnell bei der Uhr. Ja. Und dann? Bei 8% hat es aufgehört. Mich gewundert. Nochmal eingeschalten. Ja, scheinbar die Powerbank leer. Die Powerbank, die ich natürlich schon viel jetzt genutzt habe, aber die ich zum Beispiel heute in der Früh eine Stunde lang per USB-C und einem ganz okayen Netzteil aufgeladen habe. Bitte? Wie das? Wie soll denn das jetzt passieren? Ja, toll. Aber Gott sei Dank habe ich genau in dem Moment einen Kaffee gesehen, mich da reingesetzt, meine Uhr auf 60% aufgeladen, mein Handy von 8 auf 22% und meine Powerbank, keine Ahnung, ja, die 30 Minuten halt, ich weiß nicht, wie viel es gebracht hat. Und jetzt fahre ich weiter. Ich habe mir jetzt eine analoge Routenplanung draufgeschrieben auf so eine Serviette. Die habe ich auch dabei. Und hier jetzt, dass ich sie mir anschauen kann. Ja, jetzt geht es erst einmal nach Crema, dann nach Piacenza und dann muss ich mal schauen. Aber ich kann jetzt halt leider nur noch solche Straßen hier nehmen, wobei die voll in Ordnung ist. Oder halt die Schnellstraßen. Weil ich mich halt auf die Beschilderung jetzt verlassen muss. Und halt immer auf die größeren Orte. Weil die ganzen kleinen kenne ich ja nicht. Ja, das heißt jetzt halt ein bisschen pushen. Und definitiv muss ich mir heute ein Hotel nehmen, weil ich nicht durch die Nacht fahren kann, weil meine Lampe vorne auch schon recht ausgelutscht ist
die könnt ihr nur noch ein paar Stunden so auf mittlerer Leistung arbeiten. Die hintere Lampe ist recht voll, meine Kopfhörer sind leer, fast. Und ja, genau. Wenn ich jetzt halt noch irgendeine Tanke finden sollte, wo man sowas wie eine Powerbank kaufen kann, die schon voraufgeladen ist, dann schaut die Sache wieder minimal anders aus. Dann habe ich einfach nur mega viel Zeit jetzt verloren. Aber dann schaut die Sache schon ein bisschen anders aus. Dann kaufe ich mir eine und noch ein zusätzliches Netzteil. Und dann bin ich hoffentlich gewappnet. So halbwegs. Jo, die Po-Ebene übrigens. Schon irgendwie schön, gell? Ist halt mega flach. Sowas kenne ich jetzt nicht so wirklich. Aus Bayern. Im Norden schaut es ja schon anders aus. Hat schon auch irgendwie was. Ist halt Landwirtschaftsindustrie. Ja. Aber das Schöne ist natürlich Landwirtschaftsindustrie, allerdings mit massiver Geschichte. Und das heißt wiederum, dass die Dörfer, durch die man hier manchmal kommt, super süß sind. Super alt und schön. Genau. Bevor jetzt hier auch noch der Akku leer geht. So, die Welt schaut doch gleich ganz anders aus, wenn man so Probleme hat lösen können. Hier ist alles wunderschön auf einmal wieder. Und die Sonne gefällt, der Wind ist in Ordnung, das Radl nervt mich, alles schön. Ja, die zweite Powerbank, glaube ich, war eine gute Entscheidung. Sie lädt gerade meine Frontlampe und mein Handy gleichzeitig. Ja. Leider lädt die Powerbank doch nichts. Sie hat vorher eben noch 4 Punkte angezeigt. Und jetzt zeigt sie nur noch einen an. Seit 20 Minuten. Cool. Läuft auf jeden Fall. Das heißt, ich muss das Ding irgendwo aufladen. Weil sonst bringt es mir leider ganz und gar nichts. Ja, ein Riesenfluss. Hat der ganzen Ebene übrigens einen Namen gegeben. Der Po. Das ist ja wirklich riesengroß. Da hinten, wo das Wohnmobil gerade ist, das weiße Auto, da beginnt diese Brücke. Da kann man sich vorstellen, wie der zum Teil überflutet ist, dieser Po. Und was der Wassermassen mit sich. Ich dachte, ja, spinnst du? Mensch, ich dachte, die Isar wäre groß. Ich habe ja kein Schmier oder kein Kettenöl mehr, weil sich das irgendwie aufgelöst hat in der Verpackung. Und jetzt benutze ich schon das zweite Mal gute alte Neutrogena Hautcreme und man will es nicht glauben, aber funktioniert richtig gut. Für nicht so lange zwar, aber immerhin als Notlösung. Eigentlich ist das ja meine Arschcreme, meine Notarschcreme, aber jetzt ist es halt nicht nur Arschcreme, sondern auch noch Kettenöl. Wieder eines von diesen Dörfern, die so mal nichts Besonderes sind. Keine großen Erwähnungen in irgendwelchen Landkarten oder weiß ich nicht was. Aber schaut euch doch mal an, wie
geil das ist. Diese Fassaden hier, das ist ja alles uralt. Diese Kirchen, diese breite Straße, dieser Platz hier, bist du gar nicht. Also an einem geizen sie nicht, die Italiener. Also an vielen geizen sie nicht. Guten Essen zum Beispiel. Aber an Kultur geizen sie auch nicht. Das ist wirklich unglaublich. Sieht da etwa Regen auf? Sieht fast so aus. Das sieht auch geil aus hier. Ganz schöne Stimmung hier in Fidenza, wo ich gerade bin. Ich habe vor 1,5 Stunden entschieden, dass ich jetzt nicht mehr weitermachen kann. Ich habe keinen Akku, auf meiner Uhr nicht, auf meinem Handy nicht. Meine Powerbank ist leer. Ich habe mir eine neue Powerbank gekauft in einem Supermarkt. Die schien erst komplett voll zu sein, hat noch meine Uhr etwas aufgeladen, aber dann war sie doch leer. Dann ist meine Vorderlampe leer, meine Rückleuchte ist quasi leer. Also es ist so eine Scheiße gewesen und normalerweise mache ich mir jetzt nicht so abhängig von solchen elektronischen Devices, aber so machte das gar keinen Sinn. Und deshalb habe ich mich entschieden, das war's jetzt für heute. Ich gehe in ein Hotel und lade meine beschissenen Powerbanks auf. Genau. Und das mache ich jetzt in Fidenza. Und jetzt strawanze ich ein bisschen umeinander. Ich habe jetzt hier meine mitgebrachte Kleidung dabei. Ich bin zwar minimalistisch unterwegs gewesen, aber Kleidung habe ich dabei. War recht knapp in den Taschen, aber hat gepasst. Gott sei Dank habe ich sie dabei, weil sonst könnte ich jetzt hier in assliger Radkleidung rumlaufen, die wirklich widerwärtig mockt. Jo. Ich verbringe jetzt hier meinen Tag und Abend, also um 15 Uhr schon aufzuhören mit einem Radtag. Das hätte ich mir jetzt auch noch nie vorstellen können, dass das jemals passiert, aber jetzt ist es gut. So, also, drückt mir die Daumen, dass ich hier eine gute Pizza finde, vielleicht auch gute Nudeln und vielleicht ein Glas Wein. Tag 3 meiner 48-Stunden-Reise. Ich bin gerade losgefahren um 8.40 Uhr aus Fidenza und ich sehe die Berge. Ihr gerade nicht, weil ihr seht mich. Nein, aber auch da seht ihr gerade keine Berge. Die Apenninen. Ich sprach die ganze Zeit immer von den Abruzzen, ich Idiot. Aber die hatte ich im Kopf von meiner damaligen Apenninentour, wo ich auch in den Abruzzen vorbeigekommen bin, ein Teil der Apenninen. Ja, genau, raus aus Fidenza. Ich suche noch eine Tanke, dass ich mir hinten mein Rad ordentlich aufpumpen kann. Mit meiner Handpumpe habe ich keine Lust. Und dann, ja, aber schnurstracks du in die Toskana. Das Geile ist, erstmal, ich habe ja gefrühstückt. Das war toll. Ich habe Erdbeeren habe ich gegessen. Unter anderem viel Obst. Und ich glaube, ich bin gestärkt. Genau. Jetzt muss ich kurz hier Kreisverkehr, meine Arme da. So. Die Italiener machen das zwar anders, aber macht ja nichts. So, genau. Das Tolle ist,
in wenigen Stunden, okay, in vielen Kilometern und vielleicht in 10 Stunden, ist meine Holde bei mir, meine bessere Hälfte und ich. Wir verbringen ja einen Wanderurlaub auf Elba. Einen, ja, was heißt Wander? Backpacking-Urlaub. Und sind da ganz frei, was die Verkehrsmittel angeht. Vielleicht leihen wir uns mal ein Moped aus. Ein Auto wahrscheinlich nicht. Zu Fuß, mal mit dem Bötlein oder so, keine Ahnung. Schauen wir einfach mal. Bleiben wir mal hier in einem Hotel, da in einem Hotel. Einfach wie es uns passt. So ein kleiner vorgezogener Sommerurlaub. Weil wir beide leider den Sommer keinen Urlaub mehr nehmen können, keinen größeren. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Und ja, genau, so viel dazu. Ihr kennt also jetzt meine Motivatoren. Habe ich noch Stressoren? Ja, jetzt das mit dem Reifen hinten. Ansonsten, das hier, diese Landschaft hier ist sicher kein Stressor. Hätte ich jetzt mal gesagt. Würdet ihr wahrscheinlich unterschreiben. Genau, es ist alles klar. Bei mir alles fit. Meine Beine, meine Füße, also an den Operationsstellen. Top. Bisschen taub waren sie mal gestern. Aber das gehört dazu und ist auch wieder vergangen. Und meine Beine, klar, einen Muskelkater spüre ich natürlich schon. Aber nicht dramatisch. Mein Hintern ist auch in Ordnung. Und ja, so viel zu den einleitenden Worten. Ja, wobei die Berge muss ich euch ja noch kurz zeigen. Was sind sie denn jetzt? Echt? Da hinten sehe ich einen leichten grauen, graublauen Schatten. Apropos grau und blau. Das ist sehr interessant. Ihr müsst mal schauen, falls ihr mal die Odyssee von Homer gelesen habt oder so, weiß ich nicht. Da kommt kein einziges Mal das Wort blau vor. Kein einziges Mal. Da geht es darum, dass Menschen mit einem Schiff über das Meer fahren und den Himmel über sich haben. Das Wort blau kommt nicht vor. Und das Wort blau kommt sogar sehr lange nicht vor. Das ist eigentlich erst irgendwann in der jüngeren Zeit entwickelt worden, dieses Wort. Früher wurde einfach gesagt, das ist grau. Das ist ja faszinierend, oder? Da gibt es einen tollen Podcast von, ich glaube, Radio Wissen von Bayern 2 dazu. Die Entstehung des Wortes blau. Kann ich empfehlen. Ist irgendwie krass. Ja, da die Berge. Da sind sie. Also so, wenn es weitergeht, glaube ich, kann ich zufrieden sein. Wunderschön. Ah. Traumhaft. Ey, ich habe gerade diesen einen Lemon Soda Energy Drink getrunken. Bist du damisch? Ist ein Lemon Soda einfach. Ich glaube, gegen eine gepflegte Abfahrt hat niemand was einzuwenden. Schaut mal schnell nach rechts. Mein Gott, ist das hier schön.
Es ist so wunderbar. Ich will jetzt nicht zu appellativ wirken, aber bitte, Freunde, macht sowas. Scheißegal. Scheißegal, wie lange sowas dauert. Hier muss man Fahrrad fahren. Es muss. Oh. Mein Gott. Ich könnte jetzt hier mit 50 fahren, einfach so. Aber jetzt gerade mit, ja okay, 40 ist auch alles gut. Dann hat man mehr. Meine Fresse. Oh, ich könnte hier wirklich... Weiß nicht, also hier wohnen, so eine Sache. Vielleicht mal, wenn ich älter bin. Ach, es ist so schön. Es ist so schön. Nee, wenn ich älter bin, wenn, dann Südtirol. Das ist schon meine echte zweite Heimat. Aber das ist halt, mein Gott, und diese Kiefern. Es ist halt einfach mediterran. Da ist schon eine fette Schlange über die Straße gehüpft. Vielleicht ist sie auch geschlängelt, das habe ich nicht so genau gesehen. Verheißungsvoll, solche Kuppen. Geht's da nach runter? Oder nur eine Kurve und dann wieder nach oben? Ich alter Philosoph. Hab natürlich sofort eine Analogie zum echten Leben. Aber damit belästige ich euch jetzt mal nicht. Aber schaut's mal her, sieht doch gut aus. Könnte nach unten gehen. Und somit quasi nach oben. In der Analogie gesprochen. Okay, nach unten und nach oben. Passt auch. Ah, das ist von letztem Jahr. So, mein Unterhemd habe ich mir jetzt mal ausgezogen. Jetzt ist echter Sommer. Italien halt. Wir sind in Italien. Brusthaar zeigen, habe ich schon mal gesagt. Ach ja, und Gigi D'Agostino kann man auch hören währenddessen. Ich bin gerade sowas von abgehen auf Gigi. All-time favorites. Vielleicht stelle ich euch meine Playlist zusammen auf Spotify, damit ihr wisst, auf was ich so abkranke. Da will man sich doch eigentlich nur hinsetzen und irgendwie weinen, weil das hier so schön ist. Weinen vor Glück. Mache ich jetzt auch gleich wieder, wenn ich hier ausschalte. Sitzen tue ich, weinen tue ich auch gleich. Oh, das war so schön. Ja, da bin ich jetzt in der Toskana hier. Über dem Schild? Ja, das ist schon eine Region von Florenz, also Toskana. Ist das nicht geil? Das ist mega. Ein geiles Gefühl. So, die Pause war jetzt länger, als ich eigentlich dachte. Ja, fast eine Stunde jetzt hier. Aber gut, ich musste ein paar Bilder im Bild posten und habe mit meiner Freundin telefoniert und diesen Podcast mit Ben gemacht. Und ja, genau. Ist ja auch alles scheißegal, ich bin jetzt in der Toskana. Passt also. Ich fahre jetzt halt bergab. Man sieht nicht allzu viel von dem Bergab, aber es macht ja nichts. Da fahre ich jetzt runter und es geht jetzt nur noch bergab. Also, vielleicht mal so ein kleiner Hügel, aber an sich war es das. Ich glaube, ich rieche mehr. Ich glaube schon. Ja, doch, es ist mehr. Ganz klar. Da unten ist es. Da hinter dem, das eine Blatt. Genau, da. Jo, los geht's. Parkplätze vielleicht. Alter Schwede! Woo!
Das ist so geil! Das ist so schön! Ist das nicht geil? Mein Gott, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich gerade fühle. Ich fühle mich so gut. Es ist alles perfekt. Es ist so schön. Ah! Mein Gott, und es ist so schön hier. Es ist unfasslich. Unfasslich! Und ich hab Gigi im Ohr. Und was für geile Lieder. El Dia. Hört euch mal von Gigi El Dia an. Meine Fresse. Oder Pioggia. Oh. So, abhören. Pioggia e Sole. So heißt es, glaube ich. Was man nicht alles so am Wegesrand so entdeckt. Ich schwöre, es riecht nach Salz und Fisch. Oh, ja, geil. Da sind wir. So, ich habe jetzt gerade entschieden, dass ich noch einen kurzen Abstecher nach Pisa mache. Das sind irgendwie noch 20 Kilometer oder so hin. Von da dann nach Livorno fahre. Und dann wird meine Freundin auch in Livorno wahrscheinlich sein. Ja, ist es nicht irgendwie geil, dass man sagen kann, oh ja, ich mache noch einen Abstecher nach Pisa. Und man weiß, dass man das mit dem Fahrrad gefahren ist. Das ist doch total wahnsinnig. Irre und geil. Genau. Jetzt müssen wir mich hier ein bisschen auf den Verkehr konzentrieren. Der ist nämlich nicht ganz ohne, wie ihr euch denken könnt. Baba, bibi, baba. So, einfach durch. Einfach durchfahren. Das ist das Motto hier im Straßenverkehr.
Du musst ein Räuber sein, sonst bist du ein Gejagter. Bananenchen, das war's jetzt hier. Dich esse ich jetzt. Okay, vielleicht brauche ich zwei Hände dafür. Ja, ich pack's jetzt schon gleich wieder aus Pisa. Eigentlich habe ich keinen Stress, aber ich habe ja ein wichtiges Treffen vor mir. Und ich war schon ein paar Mal in Pisa, letztes Jahr das letzte Mal. Von daher. Pisa ist eigentlich da schön, wo die ganzen Touris nicht sind. Aber naja, macht jetzt nichts. Alles gut. Ich habe es gesehen und ich habe ein Bild gemacht. Voll Instagrammable, hoffe ich zumindest mal. Wobei Bild von unten perspektivisch natürlich ganz schlecht. So, jetzt aus Pisa geht es jetzt nach Livorno auf einem wunderbaren Radweg. Ja, und das war's dann wahrscheinlich. Das war's dann wahrscheinlich mit der Tour. Was heißt wahrscheinlich? Das war's. Ja, meine Freundin ist ums Eck sozusagen. Die kommt auch gerade an. So eine halbe Stunde in Livorno. Ich auch. Irgendwie ein bisschen traurig, dass jetzt vorbei ist, aber natürlich vor allem freudig bin ich, weil ich das geschafft habe, weil ich es mir zugetraut habe, weil ich es gemacht habe, trotz der ganzen Dinge, die irgendwie ein bisschen schief gelaufen sind oder nicht so gut gelaufen sind, war das doch einfach unfassbar mega geil. Und ob ich jetzt, wie in meinen kühnsten Träumen gedacht, so, keine Ahnung, in der Früh hier ankomme oder ob ich jetzt so wie jetzt um 19 oder 20 Uhr ankomme, ist doch wirklich völlig egal. Schau euch mal diesen tollen Radweg an. Ja, der ist doch toll. So, abschließende Worte, vielleicht finde ich doch noch mal ein paar, aber für diese Tour abschließende Worte. Ich sage vielen, vielen Dank für eure Anteilnahme. Insbesondere auf Instagram kann man ja direkt reagieren, wenn ich da irgendwie eine Story poste oder so. Das ist immer sehr schön, das alles zu sehen, auch wenn ich da keine Antwort dann geben kann, weil ich natürlich mich aufs Radeln konzentriere und wenig viel Leerlauf habe. Wo ich dann einfach mich hinsetze und viele Kommentare beantworten kann. Hat nichts mit fehlender Wertschätzung zu tun, das möchte ich euch nochmal sagen. Ja, vielen Dank auch an die, die mir über bei mir Coffee einen Kaffee spendiert haben. Genüsslichst werde ich diese Spenden jetzt die nächsten Tage verkoffeinieren und genießen. Ja, danke euch und wir sehen uns das nächste Mal. Ja, hoffentlich nicht allzu lang hin. Ciao, ciao.
sauber gemacht. Hallo Schatz.